und haben eine richtig gute Spitzhacke, eine richtig, richtig nice. Hallo, ihr Buckis da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Classic. Und es hat sich unglaublich viel getan. Rüffel ist auf dem Server. Man sieht ja schon, das ist seine Handschrift. Und ja, zum ersten einmal habe ich hier die Ecke ein bisschen umgebaut. Das habe ich jetzt so gebaut, damit man besser verzaubern kann. Ich habe ja genug Zuckerrohr und bla bla. Und das sieht schon nicht so schöner aus, weil, ach Gott, ich habe so eine... Hier, guckt euch das an, warte, hier. Das ist einfach krass, also Essen und so weiter, da ich nie wieder Probleme mit haben. Und dann habe ich noch sehr viele Bücher verzaubert hier. Unter anderem hier Schärfe, bla bla. Und einmal Effizienz 1. Und irgendwo habe ich sogar noch was ganz, ganz Tolles. Da habe ich auf Level 30 verzaubert. Genau hier. Effizienz 4. Und hier ist halt noch so unser Amboss. Und da packen wir jetzt einfach mal das rein und das. Und dann sehen wir, es kostet 9 Erfahrungsdingens, Level, bla bla, Penis. Und die machen wir uns natürlich nochmal eben. Und am einfachsten ginge das, wenn wir einfach ein bisschen töten gehen hier. Geht ja mit unserem Schwert recht schnell. Und dann züchten wir gleich noch ganz toll nach. So, jetzt können wir das schon mal machen. Und haben eine richtig gute Spitzhacke, eine richtig, richtig nice. So, zack, da rein. Und jetzt haben wir Effizienz 4 und Haltbarkeit 3 da drauf geballert. Das ist, würde ich sagen, richtig geil, Leute. In der Zeit können wir da noch was reinpacken und da auch noch was. Und das machen wir so. Gut, dann würde ich jetzt nochmal sagen, gucken wir mal beim Rüpel vorbei. Oh, da ist ein Creeper. Creeper. So. Oh, ich nehme ohne Shader auf. Leute, war schon bei mir kaputt. Ich habe mit dem falschen Minecraft-Client mich angemeldet. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Habe ich mich einfach ohne Shader angemeldet. Naja, sei es drum. Nehmen wir eben diese Folge ohne Shader auf. Tut mir leid, Leute. Das habe ich vergessen. Und irgendwo hier hinten wohnt der Rüpel. Da sehen wir schon so einen Ständer von Rüpel. Haha. Und, ja, ich hoffe, ich bin auf der Facecam drauf. Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Irgendwo hier wohnt der Rüppel und der hat krass gestrip-mined. Der hat noch nicht viel gebaut, allerdings ist der trotzdem super weit. Ich finde sein Haus nicht. Was ist da hinten weiter? Ich glaube, der ist da hinten weiter. Das könnte natürlich sein. So, da. Ja, hier ist er. Hat auch schon ordentlich was geschafft. Also hier schon so viel Zuckerrohr. Warte mal. Das ist ja echt ekelerregend. Kommt da noch was hin und da noch was hin. Und dann packen wir das mal bei ihnen hier in die Truhe rein. So, da hinten hat er auch noch was. Wir gucken, ich war hier noch nie. Also ich war einmal hier, doch gestern Abend. Und hier, was steht hier? Eingenommen, okay. Ja, läuft hier auf jeden Fall bei denen. Es gibt hier krasse Städtekämpfe. Ich bin mal gespannt, was hier raus wird, weil es sieht irgendwie alles ein wenig eigenartig aus. Aber immerhin ist die Brücke dann nicht mehr aus Erde, sondern mittlerweile schon aus Holz. Richtig nice, aus Holz. Und das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Aber hier kann man voll geil über die Bäume rüber klettern. Also was Essen angeht, sind wir mega gut. Also da kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Verhungern, das passiert nicht mehr. Gerade auch wegen den vielen Tieren, die wir haben. Und dann gucken wir einfach mal hier vorbei. Der Burner, mal sehen, hat er auch noch was gemacht. Ah, bei dem läuft auch richtig. Hat so viel geschafft hier schon. Das ist der absolute Superwahnsinn. 2 Eisen hat er gefunden. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob er hier noch wohnt. Ich habe länger keine Folge mehr von ihm gesehen. Was Classic angeht, hier wurde schon um den ganzen See rum gepflanzt, beziehungsweise um viel. Wir gucken einfach mal hier so ein bisschen durch. Ich zeige mal alles. Also wie gesagt, wir haben jetzt eine richtig geile Spitzhacke. Wertvolles Material, 9 Diamanten haben die. Oder hat er. Ein bisschen Eisen. Alter, geht's uns ein bisschen besser. Allerdings nicht, was Diamanten angeht. Allerdings mit der Spitzhacke geht's bestimmt auch bald ab. Dann wird es hier richtig, ja, rocken wir hier durch. Oh Gott, Der Name sah irgendwie gerade komisch aus. Okay, hab einfach einen Buchstaben vergessen. Passiert. So,
ist der, oh, der Rüpel hat bei mir verzaubert. Oh ja, geil. Der Rüpel hat ein Monsterschwert. Diamanten für dich. Ah, geil. Herz. Hat er mir zwei Diamanten geschenkt. Er wollte nur die Erfahrung haben. Warte mal, kann ich die auch? Ups. Nee, den kriege ich nicht. Steuern. So muss das sein. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, packen wir mal unsere schönen Dias weg und gehen dann gleich einmal ernten hier. Ein bisschen... Oh, jetzt habe ich hier das Feld kaputt gemacht. Egal, stört keine Sau. Der hat die aus meiner... Ich glaube, der hat die aus meiner Truhe genommen, oder? Ich weiß es nicht. Perfekt. Ja, dann werden wir jetzt hier ein bisschen was abbauen. Das läuft. Oh Gott, das Nachpflanzen, das wird wieder so eine schöne Arbeit sein. Ernten geht mittlerweile recht schnell. Oh. Nee, ich dachte, es regnet. Geht immer recht schnell, weil einfach immer alles gewachsen ist. Weil immer so ein paar Deppen auf dem Server sind, die das hier dann, die Chance laden und somit hier alles wächst. Also mittlerweile läuft es hier so in dem Projekt, denke ich mal. So, es wird eigentlich ordentlich was gemacht. Man sieht regelmäßig hier Leute auf dem Server. Ganz cool eigentlich. Ich war ja das Wochenende nicht so aktiv, was Spielen, Zocken mäßig angeht. Eigentlich, das da oben, das ernte ich gar nicht ab. Ich habe keinen Bock, das jetzt nachzupflanzen. Das lasse ich da einfach stehen. So, und jetzt pflanzen wir da schön nach. So. Also so viel Samen, wie wir haben, haha, kann keine Sau der Welt gebrauchen. Irgendwie, wir könnten die krasseste Hühnerfarm machen, die es gibt, ey. Das wäre so gigantisch mit so viel Stuff. Also müssen wir erstmal hier ein paar Hühner herlocken, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist, eine Hühnerfarm. Ich kann mir wirklich nur zum Essen. Also Hühner, ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wollen wir auch noch Hühner züchten oder reicht das, was wir momentan hier haben? Und dann muss ich mal die Tage mal wieder richtig schön Strip-Mine gehen. Weil Rüpel hat irgendwie 30 Diamanten oder 39 sogar. Und ja, der hat das auch wirklich. Da kann ich vielleicht auch gleich nochmal so einen Abstecher in die Mine machen und einmal da vorbeigucken, weil der hat das gigantisch gemacht, Alter. Das war übel. Das wäre krass. So. Jetzt, nee, das ernte ich jetzt nicht ab. Das brauche ich jetzt nicht so. Und dann holen wir hier noch unser schönes Essen raus. Steht uns ja zu. So. Zack, zack, zack. Und so kann man auch richtig Level machen. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, das geht richtig ab hier. Wenn man hier levelt, wenn man die ganzen Tiere poppen lässt, weil dann sammelt man immer Erfahrungen ein. Guck mal, jetzt sind wir schon Level 3, 4, Level 10 kommen wir da bestimmt mit. Obwohl, so viel Weizen habe ich, glaube ich, gar nicht. Aber das soll trotzdem reichen. Und dann kann man dann gleich wieder schön Bücher verzaubern gehen. Mal gucken, was wir da rausbekommen. Allerdings auf Level 1 verzaubern, das bringt eigentlich immer nur so Effizienz 1, was schon das Beste ist, was möglich ist irgendwie. Allerdings, warte mal, wir könnten natürlich unsere Spitzhacke... Kann man da jetzt ein Effizienz 1 Buch aufklatschen und dann hat das dann Effizienz 5? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wir können natürlich Bücher verzaubern weiter und hoffen, dass wir Glück mal drauf bekommen. Weil wenn wir noch Glück hätten, dann... Wir müssen die... Ach genau, der ist ins Nether-Portal gegangen, beziehungsweise er hat ein Nether-Portal gebaut. Das bringt diese Errungenschaft. So. Es muss jetzt reichen, was hier die Nachzucht angeht. Ach, scheiße, jetzt haben wir zu viel Samen. Haha. Oh Gott, was ist an diesem Punkt so witzig? Schreibt es mir in die Kommentare. Findet ihr es so witzig wie ich? Warte mal, also wir können ja mal gucken. Effizienz 1 nehmen wir hier mal raus. Und packen das jetzt so und das so. Und dann geht das nicht, schade. Was machen wir denn jetzt? Verzaubern wir die zweimal hier auf Level 8. Level 8 möchte ich. Weil nur Level 8 bringt was. Ach, fuck. Ach, scheiße. Ach, da war Level 8 schon wieder.
Warte mal, oder was waren das für Level? Ich weiß es nicht. Warte mal, dann machen wir das anders. Dann machen wir das jetzt anders. Dann... Wir könnten... Nee, machen wir nicht. Obwohl, mal gucken. Vielleicht können wir den Rüpel nachher mal irgendwie ein Enchanting Table schenken. Allerdings braucht das natürlich auch nochmal ein bisschen Diamant hin. So, Level 10, Level 11, Level 12 und Level... Mal so levelt man sich einfach professionell, Leute. So macht man das. Sind schon wieder Level 14 hier. Und die sind noch nicht mal fertig mit Poppen da hinten. Hat's noch nicht ausgepoppt. Würde ich noch die Schafe jetzt eben vermehren. Wo ist unsere perfekte Spitzhacke? Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Oh, wir sind bei 10 Minuten und ich habe gleich noch ein altes Live-Aufnahme. Deswegen muss ich mir ein wenig sputen. So. Allerdings ist das Gear kein Problem. So. Mini-Zombie. Der mich nicht sehen kann. Er konnte mich nicht sehen wegen dem Zuckerrohr. Komm. Bum, bum, bum. Jetzt werden wir noch die Schafe ein bisschen züchten. Warum wächst denn hier gar keine Wolle nachher? Die sind so nackt. Das ist ja Wahnsinn. Die sehen voll hässlich aus. Ich habe gar nicht mehr in die Festung reingeguckt. Ich bin schlau. So, Level 18 schaffen wir hier noch, oder? Na, oder nicht mehr. Schade. Schade, schade, schade. Ach, doch. Level 18 tatsächlich noch. So. Das läuft doch. Dann gehe ich jetzt nochmal in die Hühner, in die Dingsfarm. Du weißt, was ich meine, du Zuschauer da. Gehe hier einfach auch nochmal ein bisschen Liebe machen. So muss das sein. So muss ich, glaube ich, bin echt auf. So könnte es besser sein. Ich weiß nicht. Okay. Level 19. Gehe ich jetzt nochmal ein bisschen höher verzaubern. Level. Ah, Level 18. Warte mal, wie ging das nochmal? So. Level 13. 16. 13. 12. 13. 11. 9. 11. 15, 20 wäre da. Oh, 19. Mann! Scheiße! Ärgerlich, naja. Ärgerlich, ärgerlich. So, was können wir nochmal machen? Wir können nochmal einmal in unsere schöne, du weißt, was ich meine, Mine reingehen, damit wir einmal sehen, was da abgeht. Bam! Okay. Also Tiere haben wir auf jeden Fall genug. Und dann müssten wir hier mal irgendwie so Gleise legen, oder? Das hätte doch, das wäre geil, ne? Wenn wir hier so ein schönes Schienensystem hätten. Naja, träumen wir mal weiter. Braucht sehr viel Eisen. Sehr, sehr viel. Hier ist die Mine von Rüpel und die geht hier überall. Die geht ein paar hundert Blöcke so rein hier. Und immer alle paar Blöcke so ein Seitendingens. Und die Spitzhacke, sie geht anscheinend richtig ab. Okay, ich habe jetzt auch eine effizientere Variante und baue nicht mehr hier auf schön, sondern einfach nur noch durch. Obwohl, komm, wir bauen mal. Wir müssen nicht so weit laufen. Warum sind wir eigentlich so dumm? Oh, das wird auch ordentlich Level kosten, die zu reparieren, wenn die im Eimer ist. Ey, oh, Gottes Willen, da mische ich erstmal hier. Huiuiui. Schön, schön züchten gehen. So, warte mal. Ganz am Anfang mache ich das einfach. Warum mache ich es mir so kompliziert? Wie viel Stegel dienen aus? 1400 und dann bei Haltbarkeit 3 müsste es ja dreimal so viel sein, oder? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende dieser Folge. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier auch gleich. Allerdings... Oh, geil.
Geil, 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 geil. Und das geht richtig ab, Leute. Muss man das halt ziemlich teuer wieder reparieren. Allerdings, so werden wir ordentlich vorankommen. So werden wir richtig vorankommen. Redstone braucht man nicht so wirklich, obwohl bringt Level, ne? Redstone bringt Level. Aber ich würde sagen, wir beenden hier die Folge und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und bye bye. Ciao.